Hallo zurück bei Golf City München-Puchheim. In dem zweiten Teil unserer Regelvideos besprechen wir alles rund um das Thema Fairway-Spielbahn. Das heißt, wenn wir im Verlauf unterwegs sind auf der Golfspielbahn. Angekommen am Golfball sollten wir uns schon überlegt haben, was wir vorhaben bzw. welchen Schläger wir nehmen, was für einen Schlag wir machen wollen, damit, wenn wir am Golfball sind, das Ganze zügig vonstatten geht. Im besten Fall wird immer der am weitesten weg ist, den nächsten Golfschlag machen. Ist gesünder, erst vorne am Grün, beziehungsweise wenn wir nur noch kleine Golfschläge machen, da können wir dann sogenanntes Ready-Golf spielen. Trotzdem, wenn sich so ein Golfball in Richtung Menschen verirrt, sofort laut vorschreien. Nicht erst warten, aber auch wirklich einschlägt, sondern sofort schreien, dass sie dann gewarnt sind. Gilt international, das heißt überall, wenn wir uns auf dem Golfplatz bewegen, gilt dieser Warnruf. Ansonsten, wenn wir die Tasche abgestellt haben, stellen wir sie in Spielrichtung rechts für die Rechtshänder ab, weil da haben wir kurze Wege, da kann auch nichts passieren. Da ist die Tasche weit genug weg, dass wenn wir einen Schlag machen, dass wir auch uns umentscheiden können, falls wir das tun wollen. Nun, ansonsten nehmen wir die Golftasche immer mit zum Golfball, stellen sie eben in Spielrichtung rechts vom Golfball ab, nur nicht auf die Grüns oder auf die Abschläge. Ja, dann machen wir den Schlag, falls es so sein sollte, dass da so ein Grasfetzen rausfliegt, was prinzipiell bei einem gut getroffenen Golfball schon mal passieren kann, dann bitte wieder nehmen, zurücklegen und dann eben wieder festtreten. Die Füße benutzen und schauen, dass wir dann wieder zügig unterwegs sind. Zügig gehen ist so der Schlüssel am Anfang, wenn es eben noch so ist, dass wir den Ball nicht immer gut kontrollieren können, dann sollen wir auf jeden Fall mit den Beinen uns relativ fix über den Golfplatz bewegen. Golf bietet die ein oder andere abstrakte Lage. Unter anderem auch gibt es da ein paar Gullideckel auf dem Golfplatz oder auch so Plastikabdeckungen, wo ein bisschen Leitungen darunter versteckt sind. Da gibt es natürlich straffreie Erleichterungen. Ihr hört, das tut weh, wenn wir da draufhauen. Dementsprechend diese straffreie Erleichterung auch in Anspruch nehmen. Das gilt dann, wenn der Golfball eben darauf liegt, beziehungsweise ich im Stand auch behindert bin, dann darf ich da eben straffreie Erleichterung in Anspruch nehmen. Und zwar vom nächstgelegenen Punkt, der jetzt ungefähr ja, hier wäre, ja, innerhalb einer Schlägerlänge. Das heißt, das ist meine Spielrichtung. Ich darf nicht näher an die Fahne gehen, sondern muss immer ein bisschen weiter weggehen. Messe mir dann hier quasi so ein Dreieck aus, beziehungsweise eher so ein Viertel Kuchen aus und innerhalb dessen darf ich den Ball dann droppen. Das heißt, dann darf ich ihn aufnehmen. Droppen heißt den Ball Knie hochhalten, fallen lassen und dann ist der Ball wieder im Spiel. Aber ich breche mir nicht die Handgelenke, wenn ich da durch den Stahl versuche, da durchzuhauen. Straffreie Erleichterung immer dann, wenn der Ball eben auf einem Gullideckel oder auf irgendeiner Plastikabdeckung drauf liegt. Wasser oder momentan genannt Penalty Area ist ein wunderschöner Anblick auf den meisten Golfplätzen, wirkt aber eben sehr, sehr anziehend auf Golfbälle. Gerade im Anfängersegment, wenn wir eben meinen, nicht ins Wasser zu schlagen, schlagen wir meistens rein. Da haben wir so ein paar Möglichkeiten, wie wir dann verfahren können. Die erste, die hört sich immer so ein bisschen komisch an, macht aber gleich sehr viel Sinn, spielen wie er liegt. Jetzt denkt jeder, das ist ein bisschen zu feucht. Aber tendenziell, wenn wir hier diese Markierungen anschauen, die definieren quasi die Penalty Area. Das heißt, dazwischen entsteht immer noch ein Grünstreifen, von dem ich theoretisch spielen kann. Das heißt, wenn ich es mir zutraue, ohne dass es lustig wird für meine Flightpartner, dann kann ich den natürlich spielen, wie er liegt. Aber ich kann auch, muss aber dann einen Strafschlag in Kauf nehmen, von der Stelle nochmal hauen, von wo ich ihn reingeschlagen habe. Das ist sozusagen die zweite Variante. Die beiden nächsten, das sind die Varianten, die am meisten Sinn machen. Denn so ein Golfball, wenn der in ein Wasser reinfliegt, hinterlässt oder hat einen Kreuzungspunkt mit der Markierung. Ja, von diesem Kreuzungspunkt, also angenommen, er wäre mal hier, ja, kann ich dann eben zwei Schlägerlängen abmessen und innerhalb dessen droppen. Das heißt, genauso wie beim Gullideckel auch, kann ich hier seitlich zwei Schlägerlängen rausgehen, messe das in diese Dimension und auch in diese Dimension ab, dann entsteht wieder so ein Viertel Kuchen, innerhalb dessen darf ich den Ball droppen. Ja, wenn es jetzt so sein sollte, dass der Ball hier aufkommt, weil hier haben wir ein Gefälle und er rollt wieder zurück ins Wasser, muss ich das wiederholen. Ja, wenn das beim zweiten Mal auch wieder passiert, dann kann ich ihn zum dritten Mal an die Stelle legen, wo er das erste Mal aufgekommen ist. Das ist wichtig. Mal das kann ich natürlich auch ganz gut nützen, weil ich den Ball immer ein bisschen besser hinlegen kann, als einfach nur fallen lassen kann. Die letzte Variante ist, von diesem Kreuzungspunkt in Linie zur Fahne so weit zurückgehen, wie ich will. Und auf dieser Linie mir irgendwo einen Punkt suchen und genau dasselbe Messbeispiel wieder durchgehen, dass ich da eben zwei Schlägerlängen in beide Dimensionen abmesse, innerhalb dessen dann droppe, dann kann ich von da wieder weiterspielen. Welcome to the jungle!
Oder auch abstrakte Lage Nummer 2, die wir so in den Golfregelvideos hier besprechen. Natürlich kann es mal passieren, dass wir eine Lage haben, der wir uns nicht zutrauen, den Ball zu schlagen. Denn ich müsste jetzt hier in diese Richtung und wenn ich hier einmal wirklich jetzt da durchziehe, dann müsste ich eben neuen Schläger kaufen bei Wilson. Dementsprechend will ich mir das sparen. Da kann ich den Ball als so ein Spielball erklären. Da habe ich dann wieder zwei Möglichkeiten. Das ist ähnlich zum Wasser. Ich kann einmal direkt vom Golfball nicht näher zu fahren, mir zwei Schlägerlängen abmessen. Das heißt, von dem Punkt, wo der Ball liegt, gehe ich zum Beispiel zwei Schlägerlängen in diese Richtung. Ja, dann hätte ich wieder einen freien Stand, könnte frei schwingen und mich dann eben annähern zur Fahne. Oder ich gehe auf dieser Linie, Fahne, Golfball auch wieder so weit zurück, wie ich will und suche mir da einen Punkt und messe es dann von dort auch, ab. Ja, krieg einmal einen Strafschlag dazu. Das ist eben immer das Schwierige. Aber kann sinnig sein, wenn ich mir eben nicht zutraue, den Ball zu schlagen, beziehungsweise gerade wenn hier so ein Baum daneben ist, kann es durchaus Sinn machen, weil es einfach gesünder ist. Okay? Vielen Dank fürs Zusehen. Im Teil 3 unserer Regelvideos kümmern wir uns dann um das Thema Grün.